Das hier sind 280 Euro teure AirPods Pro 2 von Apple. Und das hier sind 19 Euro teure AirPods Pro von AliExpress, die sogar ein Display haben. Hat China hier was geschafft, was Apple noch nicht geschafft hat? Ach, manchmal liebe ich das ja, wenn man sowas bei AliExpress findet und sich dann einfach denkt, jo, das bestellen wir mal, um uns das anzuschauen. Und ich würde sagen, wir packen es mal aus. Mal gucken, wie viel es da... Warte. Hyundai steht hier drauf. Also wir haben hier nicht nur offensichtlich irgendwie ein Apple AirPods Fake, sondern hier wurde einfach Hyundai drauf geschrieben. Ich bezweifle ganz stark, dass Hyundai hier irgendwas damit zu tun hat. Ich habe kurz mal gerade recherchiert, ich konnte da sonst nichts zu finden. Von daher haben wir vielleicht zwei Markenrechtsverletzungen. Ich habe aber eine These, warum da Hyundai draufsteht. Also wir hatten ja schon mal vor ein paar Jahren den Hype mit diesen ganzen Fake AirPods. Die hießen ja alle TWS, also True Wireless Stereo Headphones, i10, i20. i30 und irgendwann gehen es zu i100 und so. Und Hyundai macht doch auch ein i10 und ein i20 und i30. Also da ist eine Parallele, vielleicht liegt es daran. Ich finde es ein bisschen sehr lustig. Aber CE-Kennzeichen ist natürlich drauf. Hier steht ein bisschen was auf Englisch. Zum Beispiel On-Time-Standby. Naja, nicht ganz. Fehlt wohl ein bisschen was. Okay, dann gucken wir mal, was hier im Lieferumfang ist. Diese, also auch wenn man so eine Box kriegt, dann weiß schon, ist nicht, Alter, oh, das ist cool. Und sogar ein, ja, Tim hat die sich schon mal kurz ausgepackt. Hier sind eigentlich noch verschiedene Kopfhörer, Silikonaufsätze drauf. Das ist nicht schlecht. Und sogar USB-C auf USB-C, was Apple-esque aussieht, könnte man sagen. Aber sich ein bisschen billig anfühlt. Naja, so, da sind die Kopfhörer. Also auf den ersten Blick, okay, bis auf das Display offensichtlich, sehen die gar nicht so anders aus als... Oh, das geht schon an. Also von der Größe her, von der Seite her, sie haben eben halt hier auch diese Lasche, woran man die AirPods Pro 2 erkennen kann. Also nicht die Lasche, sondern die Ösel für so eine Lasche. Deswegen für so eine Schlaufe, meine ich. Die kann man dann einfädeln und festmachen. Finde ich eigentlich, haben sie gut mitgedacht. Von der Seite ist nichts. Von der Unterseite haben wir hier sogar USB-C und hier nur Lightning. Es gibt für die AirPods Pro 2 mittlerweile auch ein USB-C-Case, drei Lautsprecher, damit die selbst auch einen Ton abgeben. Okay, und auf der Rückseite natürlich auch noch die Taste. Ey, das ist aber, also im ersten Blick, schon ganz gut. Haben sie sich inspirieren lassen. Und sobald ich das aufmache, geht auch direkt das Display an. Hier sind die Kopfhörer an sich. Auch die sehen erstmal auf den ersten Blick relativ ähnlich aus. Also nicht nur relativ ähnlich. Hier haben wir in beiden Fällen den linken. Okay, wow, das sieht, aber auch hier ist wieder das Hyundai-Branding darf nicht fehlen. Aber auf den ersten Blick, das sieht schon sehr identisch aus. Sind das hier echte AirPods? Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, die AirPods in das Fake-Case reinzutun. Nicht, dass es dann explodiert. Aber was mich vor allen Dingen natürlich interessiert, ist natürlich der Sound. Da hören wir gleich rein. Aber dieses Display, denn das finde ich ja, ist eigentlich eine sehr coole Sache. Also ich bin noch mit einem iPod groß geworden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hattet ihr einen iPod? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und welchen? Ich hatte einen iPod Nano und so ein AirPods Case, also quasi AirPods mit einem integrierten iPod drin. Air iPods oder sowas. Das wäre doch cool. Mal gucken, was man hier machen kann. Wir haben ja so viel. Ey, das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also es ist ziemlich flüssig. Okay, wir haben Wallpaper, die haben wir gerade schon gesehen. Die können wir umschalten. Ich sehe hier rote Kopfhörer. Ich kriege hier eine Akkuanzeige. Ich kriege sogar die Uhrzeit angezeigt. Kann mich hier durch die Wallpaper klicken. Nehmen wir mal die Freiheitsstatue. Kamera? Oh, kann man da mit auslösen, wenn man das Handy verbindet? Ohrhörer suchen. Wir können hier die Helligkeit vom Display einstellen. Nett. Lautstärke. Raumaudio. Okay. Umgebung. Und ein Equalizer haben wir sogar drin. Okay, und dann die Musikwiedergabe. Dann koppeln wir das Ganze mal. Jetzt haben die auch so eine Pop-Up-Benachrichtigung? Ich glaube, das konnten manche China-Fakes damals. Ich kriege irgendwie kein Feedback von den Hörern hier. Okay, dann versuchen wir das manuell zu verbinden. Hier sind die Hi Y11, so heißen sie. Und er hat mir was gesagt. Ich bin verbunden. Die fühlen sich im Ohr okay an, muss ich sagen. Oh, wow, krass. Das wird sogar hier angezeigt, was ich gerade höre. Mac Miller und ich kann einfach... Das funktioniert? Ich kann pausieren und ich kann weiter und zurück machen. Ich sehe nicht den Interpreten, aber weil ich jetzt gerade in einer Playlist bin. Gucken, was passiert, wenn ich einen Podcast höre. Okay, krass. Das überrascht mich schon. Das funktioniert ganz gut. Okay, höre ich auch Unterschiede im Equalizer, wenn ich den aktiviere.
hört sich anders an, aber auch nur minimal. Ich höre bei Bass einfach mehr Bass natürlich. Studio klingt. Ja, macht jetzt nicht so den Mega-Unterschied. Okay. Oh, ANC natürlich. Ich muss ja sagen, der Hauptgrund für solche Kopfhörer und warum ich Kopfhörer wie AirPods oder so mittlerweile liebe, ist ANC, gerade beim Arbeiten hier oder eben in der Bahn oder im Flugzeug. Ich könnte tatsächlich nicht mehr auf ANC verzichten und wenn ich die irgendwie verlieren würde, würde ich sie direkt wieder kaufen. Apropos verlieren, die soll man auch wiederfinden können, das können wir auch leider mal ausprobieren, aber ich muss eben gucken, ob ich einen Unterschied im ANC höre. Sag mal was, Ronja. Hallo, Störgeräusch, ah, okay. Bla, bla. Also ich höre dich ganz gut. Auf wie viel Lautstärke sind wir jetzt bei... Ich gehe mal ein bisschen, also so bei zwei Drittel, drei Viertel. Sag nochmal was. Ein bisschen was höre ich, okay. Aber jetzt ist die Frage, ob das einen Unterschied macht. Transparency Mode, sag mal jetzt was. Ja, okay. Machst du super, Ronja. Ein kleines Abo für Ronja hier, die macht das super. Ich höre einen kleinen Unterschied zwischen einem ANC und einem Transparenzmodus. Richtig gutes ANC ist das auf gar keinen Fall, das ist eher ein ziemlich schlechtes ANC. Ein gutes ANC sorgt auch dafür, dass man nicht so krass laut hören muss, sondern dass durch die Mikrofone eben besser reduziert wird, dass man eben auch ein bisschen seinen Gehörgang schonen kann. Der Transparenzmodus macht die Mikrofone dann so ein bisschen auf, dass man mehr von der Umgebung mitbekommt. Was haben wir denn hier noch? Raumaudio. Was heißt Raumaudio? Okay, gibt es auch noch drei unterschiedliche Modi, die sich alle ein bisschen anders anhören. Und kann ich hier die Lautstärke bestimmen? Okay. Also ich muss sagen, das ist ein bisschen wie eine kleine Smartwatch hier drin, weil ich die Möglichkeit habe, meine Wiedergabe zu steuern. Und irgendwie sind hier auch Touchsensoren drin. Ich löse die ganze Zeit was aus zwischen ANC und nicht. Deswegen machen wir das raus. Ich finde es praktisch, meine Musik damit steuern zu können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich im Zug wäre, Musik darüber höre und dann, um zu steuern, müsste ich aber ja trotzdem mein Case rausholen. Das habe ich ja so nicht die ganze Zeit dabei. Aber es wäre vielleicht cooler, anstatt auf mein Handy zu schauen, weil ich vielleicht auch versuche, nicht so viel auf mein Handy zu schauen. Also, dass das grundsätzlich geht und auch okay funktioniert, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, Ohrhörer suchen war noch wichtig. Legen, Start. Ah, die piepsen leicht. Hört ihr das? Das ist schon sehr leise, das hört ihr niemals, wenn ihr die irgendwo verlegt habt. Im Gegensatz dazu kann man die AirPods Pro 2 dank dem integrierten, ich glaube U1-Chip, wegen dem Ultra-Weitband auch wie ein AirTag einfach finden, bis auf 0,1 Meter genau und auch zusätzlich einen Sound abspielen lassen. Hier wollte ich noch ausprobieren, kann man hier mit Kamera auslösen? Tatsächlich, ich habe einen Kamerabutton hier drin. Das ist nicht schlecht, wenn ich das jetzt hinstelle für irgendwie ein Gruppenfoto oder so und kann dann hier, wie ja auch teilweise auch bei einer Smartwatch, das mit auslösen. Ich kann einfach einen Timer einstellen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hier durchwische, kommen neue Funktionen hinzu, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Zum Sound kann man dann noch sagen, ich höre nochmal kurz rein. Ja, okay. Also die haben ein, wie sagt man, die bleeden, also das blutet so ein bisschen raus. Sie haben Sound, sie kosten 19 Euro. Sie klingen nicht gut, sie klingen nicht geil, sie klingen höchstens okay. Ich finde, das ganze Soundprofil ist sehr flach, es findet alles irgendwie in der Mitte statt. Man hat kaum tiefere Frequenzen, dadurch wirkt das alles ja so ein bisschen leblos, ein bisschen seelenlos. Für manche reicht es, weil man durchaus was hört. Ich finde, es ist kein Hörgenuss. Es ist jetzt aber auch nicht ganz so schlecht, wie ich gedacht hatte. Ich hatte tatsächlich mit noch weniger gerechnet und muss sagen, dass das einfach ein super kurioses Produkt ist und ich so ein bisschen überrascht bin, wie gut das hier funktioniert und ich mir tatsächlich denke, wie cool wäre so eine Lösung von zum Beispiel Apple. Sowas gibt es aber in der Form natürlich auch schon von JBL. Die haben da auch schon so, ja, so ein Display integriert. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch benutzt. Ich hatte die bisher noch nicht in der Hand. Ich muss sagen, vielleicht sieht Tim Cook das ja zufällig und hat dann eine coole Idee, ist gerade für die ganzen Nostalgiker unter euch, weil viele hatten sicherlich ein iPod, vielleicht eine ganz nette Sache. Kaufen würde ich sie mir natürlich nicht. Auch für 19 Euro ist das Quatsch, weil das ist zwar irgendwie eine nette Spielerei, aber braucht man das? Ich habe dann lieber meine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker. Ein günstiges Mi Band kann das alles auch. Da könnt ihr auch eure Musik mit steuern, lauter, leiser machen. Geht bei manchen und ihr könnt es aber auch als Kamera-Fernauslöser benutzen. Und dann hat man das Case ja nicht immer so in der Hand, sondern eigentlich auch in der Hosentasche. Deswegen macht das alles so halbwegs Sinn. Bin trotzdem ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Idee zumindest haltet. Nicht direkt von dem Produkt, weil das würde ich natürlich ganz klar nicht empfehlen. Wir verlinken mal die Bestenliste von Tim. Der testet unsere Kopfhörer in der Videobeschreibung. Da müsst ihr vielleicht 5 oder 10 Euro mehr in die Hand nehmen. Habt dann aber deutlich bessere Kopfhörer.
und das lohnt sich definitiv für eure Ohren. Ansonsten hoffen wir, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit dem Video. Wir fanden es einfach kurios und wollten es euch mal zeigen. Lasst dann gerne ein Like und ein Abo da, das würde uns freuen. Und das war es dann auch schon von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!